Naja, wir sind ja zum zweiten Mal jetzt hier in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir waren ja letztes Jahr auf unserer MLS-Tour in drei Städten und haben drei Gegner gespielt. Diesmal Salt Lake City und natürlich Philadelphia, die wir spielen. Da bietet es sich an, wenn man in der Schwesterstadt von Frankfurt ist, mehr zu machen, als nur einfach das Spiel stattfinden zu lassen. Zumal es hier auch eine sehr starke Community gibt, Business Community, die mit unserer verknüpft ist. Wir haben viele Geschäftspartner und auch Gesprächspartner in New York, einige in Boston. Natürlich muss man solche Kontakte pflegen und es gibt keinen besseren Anlass, als wenn man sowieso hier ist und dann alle mal zu einem ganz besonderen Ereignis, also heute zu diesem Empfang und morgen natürlich zum Spiel einladen kann. Ja, die ersten, glaube ich, 10 Minuten haben wir ein bisschen geschlafen. Ist nicht immer ganz so einfach, wenn man dann 45 Minuten wirklich auf der Bank sitzt und dann reinkommt. Ja, danach wurden wir besser, haben Fußball gespielt, haben uns so Chancen herausgespielt. Ja, wir müssen sie leider noch machen, aber wie gesagt, wir sind noch früh am Anfang. Wir haben noch nicht so viel Torschuss trainiert und von daher, das wird auch noch. Ich finde, wir haben sehr gut angefangen, hatten dort schon die Möglichkeiten. Dann im Laufe der ersten Halbzeit hat sich das Spiel dann mehr oder weniger paralysiert. Ich finde, die zweite Halbzeit hatten wir kurz einmal die Phase, wo die Mannschaft dann gewechselt hat von Philadelphia. Da hatten wir kurz Probleme. Aber dann habe ich viele, viele Tormöglichkeiten gesehen. Trotzdem guten Zug zum Tor. Die Mannschaft hat alles gegeben bis zum Schluss, die Mentalität auch wieder. Und natürlich, wer verliert schon gern ein Spiel, aber man muss auch in dieser Phase, wo wir jetzt stecken, auch die Leistung sehen und auch die Steigerung sehen. Es ist super für uns, dass wir hier am Anfang sind und dass wir uns kennenzulernen mit allen neuen Leuten, ja, weil jetzt gibt es viele neue Leute und manche haben immer noch Urlaub, weil sie waren mit Nationalmannschaft und wenn sie kommen zurück. Und wir haben auch neue Stürmer. Ich kenne ihn, ich habe gegen ihn gespielt. Er ist ein guter Spieler. Ich freue mich, dass er kommt zu uns. Und wir werden besser und besser. Das ist das Wichtigste. Und ich habe keine Sorge über diese Saison. Wir werden eine gute Saison spielen. Ich bin mir sicher. In erster Linie aufschlussreich. Ich habe trotz allem sehr viel gesehen. Auch das, was ich vor der Abreise besprochen habe oder gesagt habe, dass ich auch die Spieler besser kennenlernen möchte. Jetzt sind wir knapp gute 10 Tage zusammen, was auf dem Spielfeld betrifft. Konnte ein besseres Gefühl für die Spieler auch bekommen. Sie vielleicht auch, was wir spielen wollen. Deswegen war die USA-Reise trotz allem für mich sehr, sehr, sehr fruchtbar. Und wie gesagt, ich habe schon gegenüber dem ersten Spiel eine Steigerung gesehen, aber wir müssen uns natürlich noch in vielen Belangen absolut steigern.